Hallo, heute geht es um interaktive Installationen. Und da ist natürlich die erste Frage, was stellt man sich da eigentlich darunter vor? Interaktiv ist natürlich das Web. Mit dem beschäftigt man uns die ganze Zeit, das ist nichts Neues, kennen wir. Es geht aber natürlich noch viel mehr. Das Schlagwort, das immer mehr jetzt auftaucht, ist das Internet der Dinge. Also der Kühlschrank, der Backofen, alles wird irgendwann einmal irgendwie im Internet hängen. Erst gestern die erste Meldung, dass da schon die ersten Botnetze gibt, die Spams verschicken von Kühlschränken aus. Und das wollen wir natürlich auch machen. Die Frage ist wie? In unserer Lehrveranstaltung interaktive Installationen im vierten Semester spielen wir uns mit zwei Dingen. Das eine ist Processing, das heißt Videoverarbeitung, Bilderkennung. Und das zweite ist Arduino. Arduino ist ein ganz kleines Tool. Genauer gesagt, schaut das so aus. Mit dem wir Ein- und Ausgänge steuern können. Das bedeutet, wir können alle beliebigen Sensoren, die wir finden, da reinstecken, da anstecken, deren Signale verarbeiten und dann damit eine andere Ausgabe generieren. Also etwas über den Tellerrand drüber denken. Bis jetzt haben wir immer nur mit Maus und Tastatur gearbeitet. Das kann ja jeder. Maus, Tastatur, Bildschirm, kennen wir. Was ist, wenn wir jetzt da ein Projekt haben oder bei einer Veranstaltung die Anforderung haben, wir brauchen da einen Taster? Ja, dann ist das schwer. Tastatur hinstellen, blöd. Also ich brauche die Möglichkeit, dass ich dieses Signal von diesem Taster in meinen Rechner kriege. Gut, da wäre schon mal das Arduino das perfekt dafür. Oder andersrum, ich hätte gerne eine Ausgabe jetzt nicht auf einem Monitor, sondern ich hätte gerne eine LED-Laufschrift oder ich hätte gerne generell einfach nur fünf LEDs, die blinken. Beispiel im Verleih die Ampel, ob der jeweilige Assistent gerade frei ist oder nicht. Ist mit Arduino gemacht. Oder anderes Beispiel, das Schließsystem im Fotostudio, das momentan schlecht funktioniert, zugegebenerweise, kann ich die Karte hinhalten, mit RFID wird die Karte ausgelesen, ein Arduino lest es aus, steuert es, schickt die ID in das Netzwerk, dort kriegt es von einem Server die Antwort, darf rein, darf nicht rein, und dann schaltet das Arduino ein Schließsystem, einen Schließer in der Tür auf oder zu. So. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Ich habe hier mal kurz offen, mit was wir eigentlich anfangen. Das heißt, wir machen Arduino, wir schauen, wie stecke ich überhaupt der LED an, wie funktioniert das überhaupt. Wenn ich mir so ein Teil anschaue, da ist eine winzig kleine LED, die hat genau zwei Haxerl. Das heißt, wir beschäftigen uns in der ersten Stunde damit, wie stecke ich diese zwei Haxerl richtig rum rein. Schauen, wie man einen Schalter ansteckt, wie kann ich mit einem normalen Taster etwas steuern. Dann programmieren wir ein Leitwerderlicht, das heißt LEDs in der Reihe, die auch hin und her, also eins nach dem anderen sich einschalten. Wir schauen uns verschiedene Sensoren an, Abstandssensoren zum Beispiel oder Drucksensoren. Wie kann ich den Abstand messen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Tür durchgehe, dass ich erkenne, okay, da ist jetzt gerade eine durchgegangen, ohne dass ich da jetzt einen Taster oder sonst irgendwas habe. Beispiel. In der Türe vom Nebenraum vom Interaktiven Medienlabor sehe ich so einen Türrahmen mit ganz, ganz vielen Abstandssensoren. Ich will auch gleich sehen, wie groß ist der, was da jetzt durchgegangen ist. Wir schauen uns einen Alkoholsensor an. Zeige ich euch dann gleich auch. Das heißt, der misst den Atemalkoholgehalt. Ich kriege das als Werte im Computer und kann mit jeder beliebigen Software hergehen und damit irgendwas steuern. Muss jetzt nicht unbedingt der Alkoholsensor sein, kann natürlich wieder jeder andere Sensor sein. Und damit auch seht, was ich damit steuern kann, schauen wir uns an, wie man eine ganz normale EOS-Kamera, Canon-Digitalkamera, zum Auslösen bringt. Das heißt, wir machen ein Projekt, wir schließen einen Alkoholsensor ans Arduino an. Das sind genau drei Kabel. Dann schließe ich mit zwei Kabeln das Arduino an die Kamera an. Und sobald ich am Alkoholsensor reinblase und ich habe einen bestimmten Pegel überschritten, löst die Kamera aus und macht ein Foto von mir. Und das ist nicht schwer, das geht sich in einer Stunde aus. Gleichzeitig kann ich das Signal, das dieser Alkoholsensor jetzt misst, auch hergehen und einfach an den Rechner direkt schicken und am Bildschirm wieder eine Pegelanzeige machen und mir anzeigen lassen, wie viel hat der jetzt getrunken. Müssen wir dann noch eichen, aber geht alles. Und dann schauen wir uns an, wie kann Arduino mit anderer Software kommunizieren. Also das Die meisten Projekte, die wir machen, verwenden wir wieder Processing. Das kennen wir. Das ist relativ leicht zum Programmieren. Aber ich kann natürlich genauso jetzt da an Flash schicken oder an jedes andere beliebige Tool. Schauen wir, wenn wir da herschauen, wir haben einen Arduino Playground.
Das sind Seiten, wo alle möglichen kleinen Projekte fürs Arduino beschrieben steht, und da gibt es einen Punkt Interfacing with Software. Und da habt ihr eine lange Liste mit Beispielcode für das jeweilige Software-Tool, sagt ihr C-Code, Cocoa ist Objective-C, also wenn ihr am Mac was programmiert, eben Flash, Java, Python, Perl, Processing, VV, was euch einfällt, könnt ihr mit dem Arduino-Board machen. Das ist jetzt nicht nur für interaktive Medien interessant, es gibt ja auch die DLF-Anstiftung interaktive Audiosysteme, die auch immer wieder sehr viel mit Arduino machen. Und gerade im Master dann, da speziell die experimentellen Medien, da gehört es zum Geschäft, dass man ein bisschen über den Tellerrand blickt und dass man sich andere Möglichkeiten, wie was darstellen kann, überlegt. Und die machen auch relativ viel mit Arduino eigentlich. So. Schauen wir noch kurz auf der Website selbst. Das ist jetzt die Arduino-Website, das heißt arduino.cc ist wichtig. Da kann man sich natürlich die Arduinos kaufen, aber wir schauen uns einmal kurz die Produkte an. Es gibt auf der einen Seite Arduino-Boards. Das sind, wie wir es erst kurz gesehen haben, diese kleinen Mikrocontroller-Boards, die haben meistens eine USB-Schnittstelle und eben einen Mikrocontroller drauf und dann diverse Ein- und Ausgänge. Da gibt es in verschiedensten Varianten, das hat schon eine Netzwerkschnittstelle mit drauf, das Arduino Uno hat auch WLAN, das heißt, ich kann einen Sensor anstecken, über das WLAN gleich direkt an meinen Server schicken. Es gibt eigene Arduino-Boards, die schon die Form von einem Game-Controller haben, falls ich irgendwelche Spiele kontrollieren oder steuern will. Es gibt eine eigene Plattform mittlerweile zum Roboter steuern, falls ihr einen Roboter mit Rädern macht, damit der überall nicht überall dagegen fährt zum Beispiel oder damit er nicht über eine Kante fährt, gibt es ein eigenes Board schon mit dem Sensor mit drauf. Es gibt wieder Arduino Internet mit nur einer Netzwerkschnittstelle. Es gibt Arduino Mini, das ist dann so klein, also das ist ungefähr zwei, na, ich sage mal ungefähr meinen Daumen groß. Na, halber Daumen, falls ich das dann schon irgendwo kleiner verbauen möchte. Umgekehrt gibt es natürlich auch das Arduino Mega, das hat dann schon viel, viel mehr Ein- und Ausgänge, damit ich noch mehr Sensoren anstecken kann oder noch mehr steuern kann. Lilypad ist spannend, das ist mit der Hand abwaschbar, das heißt, das kann ich in Kleidung einnähen und damit Wearables machen, die blinken. Wir haben da zum Beispiel im Büro oben eine Weste hängen, die hat da links und rechts zwei Taster, wenn ich drauf drücke, blinkt hinten Blinker. Das heißt, für ein kleines Kind, das am Rad fährt, kannst du drauf drücken und es blinkt in die Richtung, die es abbiegen will. Gut. Und das Zweite, was es noch gibt, ist ein Shield. Das heißt, ich kann jedes von diesen Arduinos erweitern um zusätzliche Funktionen. Da gibt es ein Arduino-Shield, ein GSM-Shield. Also da kann ich eine SIM-Karte reinstecken und das kann man SMS schicken. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich kann da dran zum Beispiel einen Bewegungssensor dranhängen und wenn sich was bewegt, soll ich ein SMS schicken an euer Handy. Habt ihr eine Alarmanlage gebaut, selbst. Ihr könnt einen Sensor dranhängen, der registriert, wenn das Fenster aufgeht. Ihr könnt alles machen. Da gibt es ein Internet-Schild, damit ihr es wieder erweitern kann um Netzwerk und um Wi-Fi, also um WLAN. Es gibt ein Schild, damit ihr SD-Karten anstecken kann, damit ich mehrere Sachen, also größer einen Speicherplatz habe, mehr Sachen speichern kann. Es gibt wieder das Motorschild, um Stellmotor zu steuern. Also das heißt zum Beispiel, wir machen es jetzt gerade im Master, so eine Timelapse-Schiene, das heißt eine Schiene mit Stellmotor, den sie immer ganz wenig weiter bewegen und immer wenn der Motor sich ein bisschen weiter bewegt hat, ist drauf eine Kamera montiert und macht ein Foto. Das heißt, fährt immer ein bisschen weiter, macht Foto, macht weiter, fährt ein bisschen fort, macht Foto. Das heißt, ich kriege dann im Endeffekt dann Kamerafoto daraus im Zeitraffer. Was gibt es sonst noch? Zum Thema interaktive Installationen habe ich da noch ein kurzes Video offen. Schauen wir mal kurz, das ist jetzt nicht Arduino, sondern das ist jetzt kein Bildverarbeiter. Was passiert da? Das ist jetzt eher die künstlerische Seite von interaktiven Installationen. Der hat eine Leinwand, tut im Hintergrund mit einer Kamera diesen Schatten tracken und messen und lässt halt da mit Processing ist das übrigens, Kugeln fallen, die dann auf diesen Schatten reagieren. Das heißt, wenn es auf den Schatten draufkommt, fallen sie woanders hin. Das ist technisch ganz leicht. Also, das kommt jetzt mit dem Wissen, was ihr im Processing aus dem ersten Semester habt, fast schon umsetzen. Fällt nicht mehr viel. Gut.
Wenn man mal interaktive Installationen oder nur besser Arduino-Projekte in Google eingibt, findet man auch natürlich massigst Projekte. Der hat ein Radl gepimpt, was der gemacht hat, weiß ich nicht. Irgendwo war einer, der einen 3D-Drucker gebaut hat, schauen wir, ob wir ihn wieder finden. Diverse Roboter, nächste Roboter. Da habt ihr die Größe so ein Arduino Nano, also das ist wirklich klein, das ist ein Kreis von Streichholz. Der hat diese so LED-Laufschriften programmiert. Da ist ein Bar-Roboter, das hat da oben so einen Floschen eingespannt, schon mal ein bisschen größer. Das heißt, er hat da oben Floschen eingespannt, unten hat er wieder über so eine Schiene, einen Stellmotor, Ebene, die hin und her fährt, und der fährt dann zum richtigen Glasl und hebt das Glas lauter mit, was runterkommt, und füllt das Glas an. Kann ich mit Arduino problemlos machen. Und F16, das war wieder ein Tutorial, das heißt, man findet für viele Sachen schon fertige Anleitungen, das heißt, man kann sich super spielen damit. Da wird es ein 3D-Drucker. Also es sind einem fast keine Grenzen gesetzt. Gut, im nächsten Video spielen wir sie mal kurz mit Arduino.